Jo, wir sind jetzt hier heute mit einer ordentlichen Gruppe von Leuten in Buch, haben uns zu einem antifaschistischen Stadtteilspaziergang versammelt, zum wiederholten Male. Wir waren im März schon mal hier. Heute soll es vor allem darum gehen, Nazi-Propaganda zu entfernen. Das ist ein Problem, was sich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren sehr verstärkt hat. So vor geraumer Zeit haben die Nazis Buch schon mal als ihre Hochburg angesehen und das fängt jetzt gerade wieder an. Sie bauen jetzt wieder verstärkt auf und es kommt für uns jetzt darauf an, hier antifaschistische Gegenwehr zu organisieren. Wir haben dafür ein Bündnis in Buch gegründet, wo Leute, die hier wohnen und sich gegen Nazis zur Wehr setzen wollen, gerne aktiv werden können. Also kommt zu unseren Spaziergängen, die wir hier organisieren. In 5 Tagen am 24. Mai, also am kommenden Freitag, sind wir auch wieder auf einer größeren überregional mobilisierten Demonstration hier. Die klassische Dieter-Eich-Gedenkdemonstration, dieses Mal mit einem breiteren Thema gegen Nazis und soziale Ausgrenzung. Wir treffen uns also am Freitag 18 Uhr wieder hier am Bahnhof Buch und werden aktiv gegen Nazis in Buch. Macht mit! Sprühereien und Aufkleber zu entfernen und auch andere Leute, Anwohnerinnen und Anwohner dazu zu motivieren, es uns gleich zu tun in ihrem täglichen Leben, wenn sie Propaganda von Neonazis sehen, dann einfach auch mal einen Spachtel zur Hand zu nehmen oder einen Pinsel und die Sachen wegzumachen. Dieser Rundgang soll sozusagen alle dazu einladen, hier selber gegen Neonazis aktiv zu werden. Danke. Nee, leider nicht. Okay.